Sperrmüll ist kein Hausmüll und gehört auf den Wertstoffhof. Dort kann jeder zu den Öffnungszeiten vorbeikommen. Wer in Nürnberg wohnt, kann sogar einmal im Kalenderjahr Sperrmüll abholen lassen. Anders als bei privaten Anbietern ist der Service der Stadt kostenlos. Deshalb die Sperrmüllabholung immer direkt beim ASN beantragen. Und so funktioniert's. Sie stellen einen Antrag online auf www.asn.nürnberg.de. Die Wartezeit für einen Termin dauert ungefähr 3 bis 4 Wochen. In dem Antrag müssen Sie genau angeben, was und in welcher Menge abgeholt werden soll. Es kann nur angemeldeter Sperrmüll mitgenommen werden. Nach der Anmeldung bekommen Sie eine Auftragsbestätigung per Mail und einige Tage später Ihren Termin. Den Sperrmüll stellen Sie dann rechtzeitig gut erreichbar und ebenerdig bereit. Als Sperrmüll gilt alles, was zu groß und zu schwer für die Restmülltonne ist. Zu Sperrmüll gehören zum Beispiel alte Möbel wie Bettgestelle mit Matratze, Schränke oder Regale, kaputte Fahrräder oder Kinderwagen, Kisten und Koffer, Kunststoffe wie Wäschekörbe, Wannen, Gießkannen oder Kinderspielzeug. Auch Elektroabfälle können mit dem Sperrmüll abgegeben werden. Dazu gehören große Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Fernseher, genauso wie kleinere Geräte wie Mikrowellen, DVD-Player oder elektronische Rasierer.